Martin Seyfried ist 39 Jahre alt, als er wegen Schwindels und Gleichgewichtsstörungen einen Arzttermin zur Untersuchung bekommt. Die Situation spitzt sich so dramatisch zu, dass er bereits 3 Tage vor diesem Termin in die Notaufnahme in Celle eingeliefert werden muss. Eine erste Diagnose? Hodentumor. Allerdings wusste ich bis dato nicht, was es für mich bedeutet. Ich habe es erstmal nicht als ernst eingeschätzt, hatte gehofft, ich könnte zumindest erstmal zum Verarbeiten eine Nacht hier im RKH bleiben. Man musste mich aber wegen Behandlungsmöglichkeiten nach Hannover verlegen, am selben Tag noch. Ich habe mich gefühlt wie im falschen Film. Ich wusste nicht, was mir geschah. Plötzlich musste es schnell gehen. Ich war im Transporter mit so einem RTW-Wagen. Ich habe diese Fahrt als endlos erfahren. Die Hauptdiagnose ist ein Hodenkrebs mit Metastasen überall im Bauchraum und im Kopf. Der Tumor im Kopf verursacht die aktuellen Beschwerden und muss dringend beseitigt werden. Diese Metastasen hatten schon das Kleinhirn befallen. Das sorgte dafür, dass ich diesen Schwindel, diese Gleichgewichtsstörung hatte. Das war etwas, was sofort behandelt werden musste. Ich weiß auch nur von der Prognose 10%. Also man hat mir wirklich nicht gesagt, wie ernst es wirklich ist. Die größte Angst war nur diese Ungewissheit, weil ich ja überhaupt nicht wusste, was mir geschah. Ich wusste auch gar nicht, werde ich jetzt sterben oder nicht. Also diese Ungewissheit, das war das größte Problem in diesem Moment. Martin ist mit seiner Unsicherheit nicht allein. Seit 2014 besucht er die Freie Evangelische Gemeinde in Celle. Als seine Diagnose bekannt wird, ist der Schreck und die Anteilnahme seiner Freunde groß. In dieser Zeit beten Menschen inständig für Martin. Sein Pastor Tobias Jakob besucht ihn sofort im Krankenhaus. Das war natürlich erstmal ein Schock und überraschend. Ich sag mal, Martin ist ein junger Mann aus meiner Gemeinde, der als sehr lebensfroh bekannt ist. Und das war im ersten Moment gar nicht vorstellbar, dass er akut im Krankenhaus ist. Ich war dann kurze Zeit nach der Operation an seinem Bett. Und das war für mich auch etwas sehr emotional nochmal Berührendes, jemanden dort im Koma liegen zu sehen, mit offener Schädeldecke, an Maschinen angeschlossen. Und einmal mehr wusste ich, nur Gott kann ihm noch helfen in dieser Situation. Aber spätestens, als man mich fragte, ob ich im Fall der Fälle bereit wäre, die Beerdigung durchzuführen, war mir bewusst, es geht um Leben und Tod. Dann habe ich umso intensiver natürlich für Martin gebetet. Wir haben in dieser Zeit eine Gebetswoche in unserer Gemeinde auch gerade gehabt. Und ich hatte eine intensive Zeit hier in unserem Gebetsraum. Und ich muss sagen, das war eine meiner intensivsten Gebetserfahrungen in dieser Nacht. Die risikoreiche Kopfoperation ist gelungen. Martin durchläuft noch einige Chemotherapien. Es war sehr anstrengend. In der ersten Chemo fing es an mit dem Haarausfall. Gott sei Dank blieben sämtliche andere Nebenwirkungen aus. Man hat auch von Übelkeit, von Erbrechen und alles berichtet. Aber Gott sei Dank hat Gott mich da größtenteils verschont. Ich habe das Gefühl, ich bin das gleiche wie vorher, auch vor der Erkrankung. Und ich kann wieder ganz normal am Leben teilnehmen. Und ich habe das Gefühl, Gott hat mich so gut durchgeführt. Ich kann die ganzen Aktivitäten wie vorher nachgehen. Ich engagiere mich zum Beispiel in unserer Gemeinde im Kindergottesdienst. Oder ich baue jetzt in der Corona-Zeit zurzeit Homeschooling-PCs für Kinder, die nicht zur Schule gehen können. Dieses Erlebnis mit Martin hat auch bei Pastor Tobias Jakob eindrückliche Spuren hinterlassen. Martin ist nicht nur genesen, sondern man muss sagen, niemand hätte damit gerechnet, dass er vollkommen wiederhergestellt wird. Und dass er wieder ganz der Alte wird, dass nichts an Folgeerscheinungen zurückbleiben würde. Und das ist für mich ein absolutes Wunder, dass Gott nicht nur ein bisschen heilt, sondern vollkommen. Ja, irgendwann mal kamen dann auch wirklich mal so Ängste, weil natürlich macht man sich schon Gedanken, ob mit Ärzten was verschweigen, ob man mir nicht alles sagen möchte. Ich war irgendwann schon mit den Gedanken, überlebe ich das überhaupt? Ist jetzt irgendwann mal Ende? Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe mehrmals gebetet. Die anderen haben für mich gebetet. Ich hatte wirklich Momente gehabt, wo ich wirklich auch mit ihm gesprochen hatte und ihn bat, dass er mich da durchträgt. Und andere haben es auch für mich getan. Und ich bin so froh. Einige Monate nach der Hodenoperation besucht Martin einen Gottesdienst des Missionswerk Karlsruhe in Hannover und lässt dort noch einmal für Gesundung beten. Es war sehr intensiv. Es ging ja damit los, man konnte sich einreihen, man konnte sich dann halt eben damit aufstellen Richtung Bühne und für jeden Einzelnen wurde gebetet, mit Hand auflegen. Das waren Daniel und Isolde und das war schon richtig toll. Ich hatte wirklich auch diese Anwesenheit gespürt.
dass Gott da auch wirklich, also dass Gott da wirklich mit im Spiel ist und dass es auch wirklich geführt ist, dass er mich zu diesem Heilungsgottesdienst gebracht hat. Bleibt das Zittern bei Kontrolluntersuchungen? Ja, die letzte Kontrolluntersuchung ist zum einen ist es Routine. Man hat ja die Gewissheit und die Ermutigung und die Hoffnung, dass Gott immer da ist und dass er auch keine halben Sachen macht. So sage ich das immer ganz gerne. Aber dennoch bleibt immer der Gedanke, na, hoffentlich gibt es da keinen Rückschlag oder eine Rückkehr des Tumors. Sein aktuelles Ergebnis? Ja, die Tumormarker sind konstant neutral. Keine Veränderung, keine Aktivität. Im Ergebnis heißt es tumorfrei. Es bin zurzeit, wie die Ärzte sagen, krebsfrei. Dankbarkeit ist für mich ein sehr großes Thema, weil der Dank, das kann man einfach gar nicht menschlich fassen. Das ist so eine große Dimension. Er hat mich befreit, er hat mir Gesundheit, Heilung geschenkt. Und ich darf hier auf der Erde bleiben. Es ist einfach unglaublich.